im gesamten US-Kino findet ihr nicht so viel Inzest, sexualisierte Gewalt, gestörte narzisstische Persönlichkeiten, Freaks und Monster wie hier. Ich habe mir schon so oft vorgenommen, mal ein geskriptetes Video zu machen, bei dem ich zumindest so ein bisschen mehr Struktur reinbringe. Probieren wir es jetzt einfach mal. Dieses Video könnte man jetzt mit so vielen schlauen, pseudogut recherchierten Zitaten beginnen, denn das im Vorspann gezeigte, mir zugrunde liegende Repertoire, aus welchem ich heute zu schöpfen gedenke, ist rein quantitativ wohl eines der größten, breitesten und vor allem einflussreichsten, welches die Menschheitsgeschichte in den Höhepunkten ihrer Zivilisation zu bieten hatte. Stattdessen mag ich einfach direkt einsteigen und euch ein wenig die Angst vor der Beschäftigung mit der griechischen Mythologie nehmen, zumindest in der Form, wie sie mir mit Abstand am meisten Freude bereitet. Nämlich mit bunten Bildern und Sprechblasen auf gedrucktem Papier. Schön. Wir werden gegebenenfalls ein paar kurze Ausschweifungen in andere Medien machen, doch schwerpunktmäßig will ich in diesem Video die Möglichkeit, sich mit den Comic-Alben des Splitter Verlages in den Kosmos der antiken griechischen Götter und deren Welt zu stürzen, Interessierten näher bringen und dabei gleich mit zwei Vorurteilen aufräumen, denen ich zumindest persönlich erlag, bevor ich mich einfach mal in den Stoff gewagt habe. Nachdem ich damit fertig bin, werde ich eine Übersicht mit Leseempfehlungen geben und einen Ausblick darauf, wie ich denke, dass sich die Reihe entwickeln könnte und eine Art Leitfaden geben, wie man die für sich persönlich spannenden Geschichten raussucht und sie so liest, dass man das Richtige darauf mitnimmt. Der erste Band der Reihe erschien im November 2019. Grundsätzlich kann man zu den Geschichten immer sagen, dass sie eigentlich ziemlich ähnlich aufgebaut sind. Wir haben einen Comic-Teil, bei dem sehen wir von relativ ähnlichen Zeichnern, die auch alle immer einen sehr ähnlichen Stil haben, der extrem detailliert, ein bisschen steril, aber auch vor allem ziemlich natürlich und mit realistischen Proportionen daherkommt. Dafür nicht so viele Schattierungen hat, aber ich finde, an sich wirken die eigentlich für das, was dargestellt werden soll, ziemlich gut. Sobald die Hauptgeschichte abgeschlossen ist in Comicform, haben wir eine tolle Einordnung von Luc de Ferry, wie auch auf jedem Hintergrund abgedruckt, ist ehemaliger französischer Bildungsminister und hat anscheinend in seiner Rente nach der Politiklaufbahn oder was auch immer der jetzt macht, nicht so super viel zu tun, deshalb ballert der griechische Mythencomics raus ohne Ende. Kurze Anmerkung zu Luc de Ferry, ich habe jetzt in der Mensa hier im Schnitt ein bisschen mich umgeguckt und einerseits ist es super schwierig, gute Bilder von ihm zu finden und der ist nicht nur ehemaliger Politiker, der ist auch französischer Philosoph, Politikwissenschaftler, Essayist, Politiker und Autor. Der war nur von 2002 bis 2004 Bildungsminister in Frankreich und auf Wikipedia kann man sich super viel zu dem durchlesen, ist ein tatsächlich ziemlich spannender Mensch. Und was ich da so ein bisschen spannend an ihm finde, der Vater von ihm war anscheinend, zumindest laut Wikipedia, Rennwagenkonstrukteur, was dann ja schon irgendwie ein wilder Werdegang ist, wenn man aus der Ecke kommt und dann zu so einem, finde ich einfach eine coole Biografie von dem Kollegen. Lohnt sich wirklich sehr, mal reinzulesen. Empfehle ich euch wirklich mal ein bisschen reinzugucken. Jo, ciao, zurück zum Video. Wie gesagt, der erste ist im November 2019 erschienen und seitdem sind noch 21 weitere Bände erschienen. An sich hat sich an den Bänden eigentlich nichts geändert. Das hier ist der aktuellste, die Kriege des Zeus. Und da muss man auch sagen, vom Aufbau immer noch dasselbe. Wir haben erst, nachdem auch immer noch dasselbe Hintergrundbild für alle verwendet wird, wir haben erst den Comic-Teil, bei dem wir die Geschichte sehen. Und danach haben wir auch hier wieder eine Einordnung von Luc de Ferry, mit die auch wirklich so vom Layout her und so sehr ansprechend auch visuell gestaltet ist, mit jeder Menge Quellverweisen und das ist großartig. Insgesamt sind noch endlos viele Bände angekündigt, also sind jetzt noch vier weitere angekündigt. Ich habe alle, die aktuell zum Zeitpunkt des Erscheins dieses Videos rauskommen, aber wie viele da noch kommen, kann man nicht abschätzen. Aber davon, welche davon lesenswert sind und wie ihr da rangehen solltet, dazu kommen wir gleich noch. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, die sind in einem handwerklich sehr schönen Format gemacht. Das Einzige, was ich bemängeln kann, wir haben beim ersten Band, das ist aber wirklich nur beim ersten Band, haben wir einen grünen Buchrücken und bei allen anderen haben wir diesen goldenen. Das heißt, der erste Band wird da immer so ein bisschen rausfallen. Und was auch noch sehr schön ist, gerade wenn man diesen, wie ich leider, diesen Komplettismusanspruch hat, man hat keine Seitennummer, keine Nummerierung, man hat keine Ausgabe 1, 2, 3 und so weiter. Es ist immer diese neutrale Sphinx hier abgebildet, zumindest bei den Sachen, die sich mit der griechischen Mythologie beschäftigen. Wir haben jetzt, weil die Reihe ja auf dem Papier Mythen der Antike heißt, haben wir auch zum Beispiel hier den ersten, der nicht rein griechische Themen behandelt, das ist der Gilgamesch. Der behandelt sumerische Gottheiten und Geschichten. Da haben wir als einziges hier diesen
diesen antiken Schädel als Buchrücken. Aber ansonsten, wie gesagt, das sind jetzt so die drei Extreme. Sieht das auch im Regal, wenn man auch so ein bisschen bibliophil angehaucht ist, alles sehr gut aus. Also handwerklich und von der Qualität her sind die Bände über jeden Zweifel erhaben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Zur Verfügbarkeit muss man leider sagen, dass einige Titel, wie auch gerade mein Lieblingsband Jason bei Splitter selbst nicht mehr erhältlich sind. Da kann man gerade zum Beispiel bei Thalia oder bei Amazon theoretisch auch gucken. Ich würde euch eher empfehlen, wartet nochmal ein bisschen. Die werden in der Regel nachgedruckt. Vielleicht hat sie auch euer Comicladen in der Ecke gerade zufällig vorrätig. Ansonsten eBay gibt's noch, aber wie gesagt, die Reihe wird noch eine Weile laufen und solange die weiter so erfolgreich ist, denke ich, wird Splitter auch noch einiges nachdrucken. Also wie gesagt, habt da ein bisschen Geduld. Und wenn der Gebrauchtmarkt es nicht hergibt, einfach abwarten, es wird alles bestimmt neu gedruckt. Griechischen Mythen, muss ich dazu sagen, war nicht mein erster Kontakt mit Comicheften, die sich mit der griechischen Mythologie auseinandersetzen. Da gibt es noch erwähnenswert die Horrorschocker-Comichefte, bei denen man immer Chiron hier als Erzählmedium, was als Narrativ durch die ganzen Bände gefasst wird, dabei ist, der ist immer so ein bisschen quasi der Geschichtenerzähler, der dann die Geschichten einleitet. Und Chiron ist wiederum der Kollege, der auf dem Styx, also dem Fluss von Hades, rumgurkt und ja, da die Lebenden ins Toten, also die Verstorbenen ins Reich des Todes bringt und so weiter. Ja, wenn euch das Thema interessiert, kann ich dazu auch gerne nochmal ein Video machen. Ich bin ein großer Weißblech-Comics-Fan und ich weiß da immer nicht so genau, ob es irgendwen interessiert, was da so gibt und so weiter. Kann man ja an einer anderen Stelle nochmal überlegen. Ich werde dann jetzt, wo wir so einen kleinen Überblick haben, erstmal mit dem ersten Vorurteil aufräumen. Das erste Vorurteil, mit dem ich, beziehungsweise dem ich unterlag, was vielleicht auch nur mein Problem ist, aber ich denke, wenn ich euch so ein bisschen meine Herangehensweise damit teile, habt ihr am Ende eine bessere Idee, wie ihr da rangehen solltet. Mein Grundding war, dass ich die wirklich blöde Vorstellung hatte, dass man bei der griechischen Mythologie, weil ich das von der nordischen Mythologie so ein bisschen gewohnt war, dass das schon, ich sag mal, übersichtlich genug ist und zusammenhängend genug ist, dass man da alles relativ schnell versteht und dass man da auch versteht, wie die ganzen Figuren und Beziehungen zueinander haben. Deshalb habe ich mir das Ding hier geholt. Die Mythologie der Griechen, Götter, Menschen und die Rund von Karl Kerny. Das ist ein geiles Buch als Nachschlagwerk. Das sollte man auch als solches benutzen. Wir haben hier im Inhaltsverzeichnis, haben wir das in verschiedene Sachen aufgeteilt. Schöpfungsgeschichte über verschiedene Götter und Persönlichkeiten und wie die zusammenhängen, wie der Kosmos aufgebaut ist. Und dafür ist so ein Buch auch gut. Aber man sollte so ein Buch nicht als, ich lese mir das jetzt durch und dann verstehe ich alles bekommen, weil dafür ist es viel zu detailliert, viel zu wissenschaftlich und auch viel zu, naja, es widersprechen sich natürlich auch in den Sachen, weil auch viele Sachen bei der griechischen Mythologie nicht ganz so gut überliefert sind und wir dementsprechend verschiedene Interpretationen haben. Und deshalb ist ein viel besserer Einstieg in das Thema diese ganze Comicwelt, die Splitter da hat. Bei der kann man sich so ein bisschen raussuchen, welche Ecken man davon vielleicht spannend findet und da für sich gucken, was man da vielleicht mag. Denn, und das ist wirklich, wirklich so ein Punktding, wenn ihr so grob wisst, wie die ganzen, wie das Pantheon der Götter, hier die ganzen, die am Olymp rumhocken, die auch immer hier auch nochmal namentlich, das ist so, das ist, was ihr wissen solltet. Das ist, wie die alle heißen und so grob, was für Funktionen die haben. Also Zeus, Blitze und Götterkönig und so, Hades koordiniert die Unterwelt. Und wenn ihr das so, diese Basics, die eigentlich jeder irgendwo mal mitgenommen hat, wenn ihr das so grob im Kopf habt, mehr solltet ihr gar nicht eigentlich an Vorwissen mitbringen. Allerdings, und damit kommen wir zum zweiten Vorurteil. Die griechische Mythologie wird oft als sehr komplex wahrgenommen. Und zu einem gewissen Grad stimmt das zwar, aber man kann sie sich weniger komplex machen, indem man sie auf die wesentlichen Sachen runterbricht. Diese ganzen Geschichten über Götter, Helden und so weiter und so fort, basieren ja letztendlich alle, wenn man sich diese wundervollen Erklärtexte von Luc de Fury anguckt. Das Grundding ist immer, wir haben einen göttlichen Kosmos und bei dem ist eine Ordnung. Da ist eine Ordnung, da ist ein System, was Zeus geschaffen hat, nachdem er die Titanen besiegt hat, und das wird durch irgendwas auseinandergebracht. König Midas will alles, verwandelt alles in Gold, dadurch funktioniert das Ökosystem nicht mehr richtig. Dedaios und Ikarus versuchen zu fliegen und fliegen zu hoch an die Sonne, fallen runter. So ein Ding. Oder auch diese ganzen Sachen mit wo Herakles und so weiter Monster besiegen, Schätze zurückholen, das sind alles Sachen, wobei diese Kreaturen von Typhon nochmal ein eigenes Ding sind, der ist ja quasi der Gegenspieler, kann man schon ein Stück weit sagen, von Zeus, und diese Nachfahren von ihm, die sich dann mit den Nachfahren oder den Stellvertretern von Zeus
auseinandersetzen. Das ist letztendlich auch wieder eine Verkörperung davon, dass die Harmonie des Kosmos, den Zeus geschaffen hat, auseinandergerät. Und wenn man dieses Grundprinzip verstanden hat, dass es immer auch mit Hybris und so zu tun hat, dass man einfach den Platz, der in dieser Ordnung für einen vorgesehen ist, dass man den nicht akzeptiert und deshalb Konsequenzen bekommt. Das ist das Grundkonzept, was eigentlich, wenn ich mich richtig entsinne, und widersprecht mir gerne in den Kommentaren, aber das liegt eigentlich jeder dieser Geschichten zugrunde. Und wenn man das einmal verstanden hat, sind sie eigentlich alle einerseits sehr ähnlich, weshalb ich auch den Ansatz, den ich hatte, dass ich mir einfach alle geholt habe, nicht empfehlen würde. Da würde ich euch empfehlen, selektiver ranzugehen, aber das machen wir gleich nochmal separat. Aber wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann kommt man auch immer durch. Und die Erklärtexte, sage ich mal, die kann man sich immer im Nachhinein nochmal reinziehen, damit man eine etwas detailliertere, aber so das Grundding ist immer, guckt in Geschichten, wo gerät der Kosmos außer Kontrolle, wo ändert sich was und wie wird das dann wieder behandelt? Weil es läuft fast immer auf dieses Grundkonzept zurück. Und diesem Grundkonzept kann man jetzt natürlich sagen, man kann das so verstehen, dass man sagt, es gibt verschiedene Stände und es gibt verschiedene festgeschriebene soziale Hierarchien und die dürfen sich nicht ändern. Und dann hätte man eine sehr konservative und sehr menschenfeindliche, ich sag mal, rechte Auslegung der griechischen Mythologie. Das ist aber, gerade wenn man sich diese Erklärungen von Luc de Ferry nochmal reinzieht, das ist genau der falsche Ansatz. Der Ansatz ist eher, dass die Spezies, also wenn man das jetzt auf moderne Sachverhalt überträgt, dass die Spezies Mensch ihren Platz im Universum, ihren Platz in ihrem Ökosystem lernt und guckt, dass sie gut damit umgeht. Manche Sachen sind Göttern vorbehalten, das ist natürlich was sich nicht ganz so gut auf die Realität, aber wenn man vielleicht statt Götter einfach grundsätzliche Naturkräfte oder unser Ökosystem an sich als Interpretationsansatz reinnimmt, dann funktioniert das trotzdem ziemlich gut und dann haben wir wieder einen ziemlich modernen Ansatz eigentlich dafür. Deshalb, wie gesagt, griechische Mythologie, zeitlos eigentlich wirklich, kann man eigentlich schon sagen, das dritte Vorurteil, was mir jetzt noch einfällt. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Leute früher vielleicht weniger Zugang zu Informationen hatten und deshalb vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen dümmer, aber einen beschränkten Horizont hatten. Und gerade da in diesem Ansatz mit diesem großen Hybris-Thema, mit dieser Idee, mit einem Kosmos, in dem bestimmte Sachen einfach festgeschrieben sind, wenn man sich nicht, dass man letztendlich den Gesamtkosmos und die Hegemonie des Universums in Gefahr bringt dadurch, wenn man zu sehr in die eine Richtung geht oder so, und wenn man das auf moderne Probleme anwendet, dann merkt man eigentlich, wie weit voraus diese Leute ihrer Zeit waren, beziehungsweise wie wenig zielführend der Ansatz ist, dass man dieses Vorteil hat, dass bestimmte Zeiten, bestimmte Horizonte zwangsläufig bedingen. Und das war auch so ein großer High-Effekt, den ich durch die griechische Mythologie hatte. Also deshalb, was womit ich mich wirklich sehr gerne beschäftige, womit ich viel Spaß habe. Jetzt aber nochmal zur angekündigten Leseübersicht. Ich werde versuchen, mich nicht zu stark zu wiederholen, aber nochmal, es ist nicht sinnig zu versuchen, alles zu erfassen und zu denken, dass man da irgendwie nur hat. Also grundsätzlich könnt ihr euch jede Geschichte einfach durchlesen, habt dann diesen Erklärtext und wisst dann unbedingt, was ungefähr abgeht. Wenn ihr zum Beispiel habt, ihr Medusa ist so eine berühmte Figur, die viele spannend finden, wenn ihr einfach Medusa lesen wollt, die leider gerade aber auch, glaube ich, ausverkauft ist, aber wie gesagt, das kommt alles wieder rein, dann macht das. Das schadet nicht. Was ich euch tatsächlich aber schon für den Einstieg empfehlen würde, ist, dass ihr euch folgende Dinge zu Gemüte führt. Einmal die Geburt der Götter, weil in dem Band, der ist auch nicht so teuer, die gesamte Geschichte, wie der Kosmos entsteht, wie der Krieg mit den Titanen verläuft und so weiter, die wird hier skizziert und am Ende haben wir die Grundlage, auf der dann dieses Universum, sage ich mal, ist, was Zeus hegemonisch hält und wo er versucht, diese Ordnung so beizubehalten. Deshalb würde ich euch empfehlen, den so als Einstieg ist tatsächlich, auch wenn er irgendwie als 17. oder so rausgekommen ist, ist tatsächlich wirklich keine so schlechte Idee. Wenn ihr genau an denen eine Fortsetzung wollt, könnt ihr direkt auch die Kriege des Zeus lesen. Der führt das so ein bisschen weiter noch und detailliert dann so ein bisschen aus, wie Zeus es gestaltet und so weiter. Muss man aber, finde ich, nicht. Das ist eher für Leute, die coole Kriege mit Riesenmonstern und Schlangen cool finden. Das ist dann eher für euch tatsächlich was. Aber so einfach nur vom Zugang her ist das ein ganz guter Einstieg. Da wird es auch bald noch einen dritten Teil in dieser Schöpfungsreihe geben, aber der ist noch nicht mal angekündigt, aber in den Beitexten steht, dass er gemacht werden wird. Also gehe ich sehr stark davon aus, dass irgendwann nichts da kommen wird. Aber wie gesagt, nochmal der Ansatz ist nicht alles zu verstehen, aber so einfach um so ein Grundgefühl zu bekommen, wie dieser Kosmos aufgebaut wurde, ist der tatsächlich ganz gut. Was ich euch dann noch empfehlen würde, wenn ihr, das müsst ihr aber nicht, aber das ist was, wo ich gemerkt habe, die ist ein bisschen anders, die gibt ein bisschen mehr Mehrwert, das ist Prometheus. In der Geschichte, ich werde es nicht nochmal aufzeichnen, aber die Säge im Hintergrund nervt. Jedenfalls bei der Geschichte habt ihr natürlich dieses, wie überhaupt der Mensch geschaffen wird, wie der gebastelt wird, wie Prometheus da mit dranhängt, und das ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, wieso griechische Mythologie und das Christentum beides wichtige Dinge sind, mit denen man sich mal beschäftigt haben sollte, auch wenn man jetzt weder gläubig noch sonst was ist, weil so viel in unserer Sprache, unserer Symbolik, unserer Metaphorik im 21. Jahrhundert in der europäischen Gesellschaft so stark auf diesen Sachen basiert. Allein Prometheus, wie viele moderne Vergleiche und Sachen und sonst was, selbst bei Frankenstein, man damit hat, deshalb
sich da mal mit beschäftigen. Nicht so eine verkehrte Idee, aber vor allem die Geburt der Götter würde ich empfehlen. Und wenn ihr das habt, das Einzige, wo ich wirklich sage, da sollte man keinen Weg drum rum machen, und das würde ich wirklich jedem dringend empfehlen, die Ilias. Die ist zwar ein bisschen teurer, aber die lohnt sich. Generell zu denen, je teurer die sind, desto preiswerter sind sie, weil die für 16 haben, glaube ich, so 50, 60, 70 Seiten, je nachdem. Die für 30 dann so das Vierfache oder so. Also generell, die teureren sind auch gleichzeitig die preiswerteren. Und die Ilias ist im Endeffekt so ein bisschen der Infinity War der griechischen Mythologie. Da habt ihr wirklich alle Götter, die sich da in diesem Konflikt um Troja miteinander beefen und Fronten bilden, Parteien bilden. Und da ist es wirklich spannend zu sehen, dass man wirklich so eine grobe Forschung von quasi allem, was da relevant ist, bekommt. Deshalb so einfach, um alle Figuren auch nochmal kennenzulernen, sage ich mal, ist tatsächlich die Ilias wirklich das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich euch wirklich empfehlen, einfach um so einen groben Überblick zu haben. Das ist da wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Und dann meine ganz, ganz dicke Empfehlung, Jason. Jason! Ich empfehle euch wirklich, euch Jason zu holen. Jason und das Goldene Vlies ist meiner Meinung nach die etwas weniger bekannte, aber coolere Version der Odyssee, weil die beide auf relativ ähnlichen Sachen basieren und relativ ähnliche Ideen haben, die dann hinten erklärt werden. Und da habt ihr nochmal dieses Ganze mit dem Heldentum, mit der Hybris und mit dem ganzen Kram. Das wird in dem Nachwort wirklich sehr gut nochmal zusammengefasst. Aber grundsätzlich könnt ihr auch alternativ die Odyssee lesen, was vielleicht insofern spannend ist, wenn ihr gerade die Ilias gelesen habt, dann habt ihr quasi die direkte Fortsetzung dazu, dann habt ihr es quasi komplett. Aber ich persönlich fand Jason besser. Vor allem muss ich euch bei Jason, was jetzt mit Comic-Heft nicht so viel zu tun hat, es gibt diesen sehr coolen, ich glaube aus den 50ern oder 60ern ist dieser Film, Jason oder das Goldene Vlies oder Jason und die Argonauten, je nachdem wie der Titel jetzt heißt. Und der Film macht mir persönlich super viel Spaß. Der hat zwar das Problem, dass er einfach random ohne Grund wirklich an dem Punkt, weil die einfach kein Geld mehr bei der Produktion hatten, an der Stelle endet, an dem er das Vlies findet, bevor er es noch heimbringen und coole Sachen machen kann. Aber einfach, wie der gemacht ist, wie diese wirklich großen Seefahrer aufbauten mit endlos vielen Schauspielern, die man sich heute bei Hollywood-Filmen gar nicht mehr vorstellen kann. Höchstens im indischen Kino, aber das ist eine andere Geschichte. Mit diesen unfassbar schönen Stop-Motion-Aufnahmen, die da gemacht wurden, mit auf unglaublich aufwendiger Trickfilmtechnik für die damalige Zeit. Dicke Filmempfehlung. Also wenn ihr Jason gelesen habt, ich würde euch empfehlen, erst Jason zu lesen, dann wisst ihr, was passiert, weil hier, wie gesagt, der endet einfach im Nichts, ohne Ende. Aber trotzdem, unfassbar sehenswert, tolles Ding. Genau, aber wie gesagt, Jason oder die Odyssee würde ich euch da noch empfehlen. Und dann ist einfach auf, wie ihr Bock habt. Also ganz ehrlich, ab dem Punkt ist es eigentlich komplett Latte, weil, wie gesagt, die Symbole und Sachen, das wiederholt sich immer mehr. Und es läuft eigentlich immer, wie gesagt, auf dieselben Grundgedanken hinaus. Kurzer Ausblick noch in das, was ich denke, was in den nächsten Jahren noch kommen wird bei der Reihe. Denn die Reihe entwickelt sich immer mehr davon weg, dass man einzelne Geschichten hat, die behandelt werden. Und immer mehr dazu, dass einzelne Figuren wie Athene oder Dionysos haben da so, glaube ich, angefangen. Dass mehr einzelne Figuren quasi so als Gesamtbiografie von denen, dass das einerseits mehr in den Vordergrund gerückt wird und dass man auch so eher aspektweise orientiert Geschichten erzählt, was ich persönlich sehr begrüße, was aber jetzt vielleicht nicht jeder unbedingt spannend findet. Aber gerade dann, wenn ihr vielleicht eine Gottheit habt, die euch besonders interessiert, könnt ihr euch einfach den Komplettband holen und zum Beispiel jetzt der nächste ist auch einer über die Liebschaften des Zeus, also das ist einfach ein Porno, in dem Zeus Dinge tut und verschiedenste seltsame Kinder zeugt. Ich habe ja gesagt, jede Menge Inzest. Genau. Nee. Ansonsten, ich hoffe, die Kettensägengeräusche aus dem Hintergrund sind jetzt nicht so laut, aber ich habe auch wirklich keinen Bock, nochmal zu versuchen, das aufzunehmen. Das ist schon der dritte Versuch. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, immer dieses Ding im Kopf haben, der Kosmos, der von Zeus geschaffen wurde und diese Hegemonie, die muss irgendwie aufrechterhalten werden, das ist das eine. Und ansonsten einfach lesen, worauf ihr Lust habt. Die systematischen Sachen sind immer eigentlich ein bisschen darauf zugespitzt, war zumindest mein Eindruck. Wie gesagt, widersprecht mir gerne in den Kommentaren, das ist bestimmt noch viel mehr, was ich jetzt gerade nicht so drauf habe, aber das sind immer so die Kernthemen. Hybris, und halt dieser Kosmos, der irgendwie zusammengehalten wird, was ja auch ineinander wieder reinspielt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, lest, was euch am meisten Spaß macht. Meine Empfehlung müsst ihr jetzt nicht ernst nehmen, aber ich denke, ich habe die alle gelesen, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür. Und ansonsten, macht's gut, lest schöne Sachen, unterhaltet euch und verbringt Zeit mit Menschen, die euch gut tun und ja. Macht's gut! Jason! 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 Jason und die Argonauten! Ein gewaltiges Abenteuer, das Geschichte wurde!